Shinra? Worüber machst du dir solche Gedanken? Oh, Maki. Hallo auch. Ja, also, ich habe vor kurzem Schokolade von Kommandeurin Hibana bekommen. Und jetzt würde ich ihr gern was zurückschenken. Du hast was zum Valentinstag bekommen? Oh, wie schön. Ein Geschenk, das von Herzen kommt, von einer liebenden jungen Frau. Was genau hast du denn bekommen? So kleine niedliche Schokopralinen in Blumenform. Ganz ehrlich, ich wollte schon immer Schokolade von einer hübschen Frau geschenkt bekommen. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist das das erste Mal, dass mir überhaupt jemand Schokolade geschenkt hat. Aha, verstehe. Wie wundervoll. Also was jetzt? Hast du dir schon Gedanken gemacht, was du ihr schenken willst? Ja, Macarons. Kennst du die? Die Leckerchen habe ich erst letztens für mich entdeckt. Ich dachte, die passen. Macarons? Dein Ernst? Hey, ist das so eine Überraschung? Pass auf, hör mir gut zu. Was man am White Day verschenkt, hat durchaus eine Bedeutung. Und Macarons bedeuten Folgendes. Du bist jemand ganz Besonderes für mich. Verstehst du, was ich meine? Jemand Besonderes? Na, wenn das so ist, dann kommt das doch hin. Kommandeurin Hibana ist für mich jemand Besonderes. Sie hilft mir, indem sie viel über die Adora Burst nachforscht. Wir brauchen ihre Hilfe, um mehr über die spontane Selbstentzündung zu erfahren. Hab ich recht? Oh, Shinra, du gehst ja ganz schön ran. Ich war im Glauben, du seist noch ein unschuldiger Junge, aber weit gefehlt. Ihr zwei Glücklichen seid schon viel weiter, das haut mich um. Nein, ehrlich, das ist toll. Ich will auch endlich meinem Traumprinzen auf einem weißen Pferd begegnen und auf Händen getragen werden. Ach, ich würde so eine hübsche Braut abgeben, glaubst du nicht? Die Macarons warten. Ich muss los.